Ja, bei Muskelzuckungen, zum Beispiel Oberschenkelmuskelzuckungen oder Augenlidzuckungen, da ist meistens so das Mittel der ersten Wahl Silicea. Weil Silicea-Mangel führt zu einer Störung in der Reizleitung und das kann Muskelzucken auslösen. Und diese Muskelzuckungen werden dann dadurch sehr häufig dann auch schnell beseitigt. Aber es gibt auch andere Mineralsalzmängel, die solche Muskelzuckungen auslösen können. Das ist zum Beispiel Magnesiumphosphorikummangel und in manchen Fällen sogar Calciumphosphorikummangel. Ich bin am Überlegen, ob es nicht sogar noch andere Möglichkeiten gibt, überreizte Nerven, wie zum Beispiel Natriumphosphorikummangel. Deswegen ist mir der sicherste Weg hierbei auch die Antlitzdiagnose nur. Aber meistens in sehr vielen Fällen ist es die Nummer 11, das Silicea. Erwerben Sie eine YouTube-Kanalmitgliedschaft und erhalten den vollen Zugang zu allen Videos unseres Kanals.